So, Freunde, da sind wir wieder. CS63er. Beste, aber auch brutalste Hippo gibt. Schauen wir mal, ne, was wir da so machen können. Müssen wir auf das Kreuzfeuer warten. Ich grüße euch, Freunde. Und der erste von uns schon geplatzt. Ja, von da hinten schießt keiner, wa? Tja, wenn die paar Kollegen hinter uns mal ein bisschen mitspielen würden, ne? Ja, ich kann hier spotten, was ich will, ne? Von hinten kommt nichts. Die Leute hinter uns haben nicht Bock, irgendwie mitzuhelfen. Was soll ich dir sagen, ne? Was soll ich dir sagen, Brudi? Alles, was hinter uns sitzt, ist komplett AFK. Hier, der fährt jetzt erst los. Der hat jetzt erst gemerkt, dass das Spiel losgegangen ist. Sämtlicher Spot, den ich da gebracht habe, wurde ignoriert. Man kennt das, das Übliche halt. Teilnahmslos, hinten in der Ecke am Rumschimmeln, die Leute.
Kommt kein Schuss irgendwo reingeflogen von hinten, kein Support, keine Motivation. Ja, wieder so ist, ne? Man kennt das. Das Warten auf Gefechte dauert auch super lange. Relativ früh am Morgen. Ich habe 7:30 Uhr morgens angefangen aufzunehmen. Der Gegner hat schwere TDs, Tortoise, FV und ja, zu viele Leute, die nach rechts fahren, ne? Das ist viel zu viel für die rechte Flanke. Versunken übrigens. Unsere Arti ist freiwillig ins Wasser gefahren. Fängt ja schon mal gut an, ne? Eine Arti, die sich selber versenkt. Ja, linke Seite ist schwach besetzt, die Mitte ist schwach besetzt und zu viele Leute auf der rechten Seite. Und eine Arti, die sich selber versenkt hat. Der hat gerade über 1000 HP weggeschmissen. Keinerlei Reaktion, ne? Die wissen, dass der Gegner von links kommt, reagieren aber überhaupt nicht auf die Minimap. Unser Team reagiert einfach gar nicht. Schimmeln immer noch auf der rechten Seite. Deswegen bin ich auch gar nicht erst rausgefahren, ne?
Von hier oben aus bist du sicher. Da kannst du besser nachladen, besser kämpfen, als wenn du da runterfährst, wenn keiner da ist. Kommt auch keiner zurück. Keiner möchte Base treffen. Ja, da unten sitzt du im Kreuzfeuer, ne? Weil dann musst du auf die Brücke achten, musst du auf die Mitte achten, musst du auf alles Mögliche achten. Hier oben bist du halt ein bisschen sicherer. Jetzt habe ich halt den Fehler gemacht und meine Position verraten. Warum fährt denn der da jetzt raus? Lol. Ja, wenn du da rausfährst, bist du weg. Oh, jetzt schmeißen die sich da weg. Die zwei schmeißen jetzt ihre letzten HP weg, wenn sie da rausfahren, ne? Völlig sinnlos, ne? Völlig sinnlos. Dieses Team völlig sinnlos. Überall waren rote Punkte, niemand hat drauf reagiert. Ne? Völlig sinnlos. Der steht an der Front. Der steht einfach mit der Grille an der Front. Also, wie viele Fehler möchte man denn bitte machen in der Runde? Guck mal, der schläft da hinten, ne? Dieser komische Waffenträger. Ja, Dauerberieselung von der Arti, ne? Dauerberieselung von der Arti natürlich. Unser Waffenträger steht immer noch da, wo er schon seit 10 Minuten steht. Er hat auch überhaupt kein Interesse, irgendwo mitzuhelfen oder mal sich vernünftig hinzustellen oder sonst irgendwas. Grille steht auf offener Fläche, also das ist. Also die Leute wissen die einfachsten Regeln nicht. Ne? Wieso steht jetzt eine Grille da auf offener Fläche, obwohl der Gegner zwei Artis hat? Macht gar keinen Sinn. Ich muss die ganze Zeit für die Leute mitdenken, weißt du?
Ich muss jetzt auch gucken, dass keiner jetzt flankiert von hier, ne? Da kann ja sein, dass der Medium oder so von hinten auftaucht. Der Waffenträger müsste eigentlich schon längst mal abhauen und sich hier oben oder irgendwo hinten st safe stellen. Da, wo der steht, ist er nicht gut aufgehoben. Ja, CS-Runde wurde ein Unentschieden, so gesehen. Deren Arti war hier spotten. Jetzt fährt unser Waffenträger an die Front. Kann auch gut sein, dass die sich zurückgezogen haben, um Base zu deffen oder so, ne? Kann sehr gut sein. Ja, das Problem ist aber auch, wenn die sich zurückgezogen haben zum Base-Treffen, das ist schwierig zu pushen, ne? Weil auf Bergpass kann man sich schön vercampen und dann die Gegner easy wegschießen. Und das tun sie ja auch und wir tun das ja auch. Ja, deren Arti versucht es hier mit Blindshots. Ja, also die haben sich zurückgezogen, wir haben uns zurückgezogen. Und auch das wird eine Unentschieden-Runde, genau wie letzte Runde mit dem CS. Also im besten Fall wird das ein Unentschieden, im schlimmsten Fall eventuell sogar eine Niederlage, ne? Ja, ich spotte doch. Wie sieht's aus mit unserer Art hier? Hat die keinen Bock?
Ja, unsere Arti ist nicht eingeimmt. Unser Waffenträger hat sich auf der rechten Seite weggeschmissen. Hat der keinen Bock zu schießen? Nö, ne? Unsere Arti rotzt einfach daneben, ne? Und ich baue uns mit Gold an einem STW-1. Unsere Arti ist zu blöd, ne? Schießt einfach nicht. Komplett useless, unsere Arti. Hat der Grille schon nicht geholfen und mir hilft er jetzt auch nicht. Ja, und auch das wird ein Unentschieden, ne? Hätte der mal seinen Schuss früher gemacht, hätte ich jetzt die IS-7 rausgenommen, wir hätten gewonnen. Also komplett unfähige Mitspieler sind hier unterwegs. Da kannst du auch nichts gegen tun. Komplett unfähig. Wirklich massiv unfähig. Zweimal unentschieden. Ja, und wie man sieht, eine Arti hat sich ja selber im Wasser versenkt, direkt am Anfang. Ja, mit 4000 Gefechten, irgend so ein Nulli-Dulli. 10er Autoloader Heavy, Nulli-Dulli. AMX Autoloader, Nulli-Dulli. Unser Patton, ja, massiv versagt, 121er dasselbe, Progetto dasselbe. Die Arti war auch unfähig, wie man halt gesehen hat. Ja, hier sieht man auch an den Stats. Kriegt nichts gebacken. Verschießt einfachste Schüsse. Also bis hier oben hin, selbst der Jagdpanzer, also wie der sich da reingejodelt hat. Also 1600, 700 mit einem Jagdpanzer ist halt gar nichts, ne? Was soll ich dir sagen? Ja. So. Zweimal unentschieden. Freunde, zieht euch ein paar Videos von gestern, vorgestern und so rein, ja. Danke euch fürs Zugucken. Abonniert den Kanal, lasst ein Like da. Wir sehen uns. Bis dann. Checkt die Links in der Videobeschreibung ab, ne? Social Media, andere YouTube-Kanäle, mein Streaming-Kanal findet ihr alles unten in der Videobeschreibung. Und wie gesagt, ich habe ja jeden Tag Videos. Könnt ihr euch die Videos von gestern, letzte Woche oder letztes Jahr angucken oder die letzten Jahre davor. Viel Spaß, bis dann. Tschüss.